hier im Labor analysieren wir täglich die Zulauf- und die Ablaufwasserproben. Und wie gesagt, im Zulauf ist noch kaum was geklärt. Da ist alles noch mit dabei, deswegen muss man hier besonders vorsichtig sein. Eine der Dinge, die wir täglich im Labor messen, ist das Schlammvolumen. Das heißt, wir schauen, wir kippen die Probe in diese großen Messzylinder. Dann schauen wir, wie viel sich von dem Schlamm nach einer halben Stunde abgesetzt hat. Und dann können wir einschätzen, wie groß ist der Anteil des Schlamms am Gesamtwasser. Das heißt auch, wie viele Mikroorganismen leben da drin. Jetzt machen wir einen Wettentest und messen die Anzahl an Orthophosphaten zu laufen. So, 10 Minuten sind um. Unsere Probe wird jetzt ins Photometer gesteckt. Ah ja, 0,044 Milligramm pro Liter. Das sieht doch gut aus. Das Photometer misst mit Lichtstrahlen und kann uns genau sagen, wie viel Orthophosphat da drin ist. Ja, damit messen wir den Basisinhalt.